mach's nicht kaputt. Mein Vater mir damals gesagt, mach's nicht kaputt. In diesem Jahr nahm er mich mit nach Italien. Am nächsten Tag, zu meiner Überraschung, im Kolosseum, traf ich auf den Boxweltmeister. Ich fragte ihn um ein Autogramm auf der M3, was er auch gemacht hat. Aber als er mir die Kamera wieder zurückgab, entglitt sie meiner Hand und fiel auf den Boden und hatte eine kleine Delle. Oh, mein Vater war wütend und sofort mit einem Lappen alles weggewischt. Falls die Kamera heute noch existiert, wird man das Autogramm nicht mehr sehen. Aber die kleine Delle, die wird man noch sehen können.1980年代は日本人は一番自信を満ち溢れてる時代でしょ。でも長谷川先輩はこう言った。このカメラを使えないよ。もう国産人がRFを使う必要ないから。写真は手で撮るではなく頭で撮るんだよ。ドイツの中古でね買った M3。本体には傷があるが 30年経った今でも最高のカメラだ。20代の時私はタイカで I will thank my country. That's all the photos from my country. 攞全球大獎之後咧，好似人生都冇咩變化。我仲係孭住部相機喺條街度行嚟行去，每日差唔多送50份外賣啦，影一兩百張相。咁呢部相機係喺舊貨鋪度買翻嚟嘅。 咁佢到處暗暗沉沉咁，不過佢好平。咁買翻嚟嗰陣時，入邊有一個舊菲林嘅，衝出嚟嗰陣時，好似係日本攝影師咯。佢經歷過幾多個主人，影過幾多相，除咗佢自己之外，我哋都唔知。我只不過喺歷史裏邊接過呢部相機，繼續影咯。